herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zur 44. Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Vielleicht ist es ja euch oder dir in der letzten Folge aufgefallen, dass ich jetzt plötzlich einen Sturmknecht trage. Das ist nämlich passiert, als ich mich in die Blutfliege verwandelt habe. Hier sieht es auch so aus. Genau, Sturmknecht. Ich drücke mal drauf. Steht trotzdem 55 Stärkepunkte zu wenig. Dann gehe ich auf mein Charakterprofil und habe dann halt eben auch noch 60 Stärke. Und Zweihänder Anfänger 5%, obwohl dann beim Sturmknecht steht, ich hätte Zweihandtalent Malus. Malus, was auch Malus ist, weiß ich jetzt nicht. 10. Also müssten es dann nach meiner Logik dann 15 sein. Das ist bestimmt ein Bug. Ich denke mir, dass es ein Bug ist, weil Blutfliegenspruch und dann habe ich plötzlich das Ding da auf dem Rücken. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Deswegen werde ich fairerweise mal wieder mein Paladin-Schwert tragen. Ja genau, das Langschwert kann ich noch nicht, damit das nämlich auch mit rechten Dingen zugeht. Denn das wollen wir ja nicht. Ja, wir stehen hier sozusagen vor der Festung von Sandrock. Und jetzt werden wir die Festung... Ach, verdammt, wo kommst du denn auf einmal her? Durch den Hintereingang. Vorne hast du ja alles dicht gemacht. Ja, ja. Aber hinten habe ich doch auch alles verschlossen. Habe ich gemerkt. Doch deine Mauer war nicht hoch genug für mich. Stimmt, die ist ziemlich niedrig. Mann, hast du mich erschreckt. Wenn man so einsam lebt wie ich, kommt so ein Besuch wie deiner ziemlich unerwartet. Wer bist du? Ja, ich habe eben abrupt beenden müssen, weil ich habe damit auch nicht gerechnet. Gut, okay. Jetzt haben wir Sandrock kennengelernt. Mein Name ist Roland. Ich komme vom königlichen Kriegsschiff Albatros. Hallo, ich heiße Sandrock und bin ein Krieger des Königs, wie du. Ehrlich gesagt wundert es mich, einen Soldaten des Königs auf dieser Insel zu finden. Was machst du hier? Ich wurde hier zurückgelassen, um diese kleine Festung zu bewachen. Du bist also alleine hier? Ja, ich bin hier geblieben, um hier einigermaßen alles in Schuss zu halten. Wo sind deine Kameraden? Die sind schon vor langer Zeit nach Methana gegangen, um gegen die Orks zu kämpfen. Ich sollte ursprünglich auch mit, aber da habe ich ein verdammt hartnäckiges Fieber bekommen. Unser Kommandant hatte Angst, dass ich die anderen anstecke, darum hat er befohlen, dass ich hierbleiben soll. Er meinte, dass es nicht lange dauern würde, bis er und die anderen wieder zurückkommen. Aber jetzt ist schon über ein Jahr vergangen und keiner kam zurück. Ich denke mal, dass sie im Krieg gegen die Orks alle umgekommen sind. Oha, das wird ja richtig interessant. Was kannst du mir über die Festung hier erzählen? Ursprünglich wurde sie gebaut, um Piraten aufzustöbern und zu bekämpfen. Irgendwann hat sich dann mal ein Pirat zu nah an die Insel gewagt. Der damalige Kommandant hat dann mit einer Schnicke die Verfolgung aufgenommen. Aber das war eine Falle der Piraten. Kaum war der Kommandant außer Sicht, kam ein anderes Piratenschiff und hat die Festung überfallen und eingenommen. Danach war die Festung im Besitz des grimmigen Piraten Grid Pisacker. Doch nicht der grimmige Pirat Grid Pisacker. Doch genau der grimmige Pirat Grid Pisacker. Aber sie blieb nicht lange in seinem Besitz. Sein größter Feind, der sentimentale Seeräuber Sepp Senders, hat ihm die Festung durch einen hinterhältigen Verrat abgenommen. Den Bauern war das alles egal. Sie gaben den momentanen Herrschern der Festung den gewohnten Tribut ab und hatten ihre Ruhe. Und danach hat dann der fiese Freibeuter Friedel Fremers die Festung an sich gerissen. Hä? Ich kenne keinen fiesen Freibeuter Friedel Fremers. War auch nur ein Scherz. Ja. Ach so, bin ich auch glatt drauf reingefallen. Lustig. Ja, wie ging es dann weiter mit der Festung? Draußen regnet es und es wird dunkel. Wie ging es dann weiter mit der Festung? Naja, irgendwann haben die Männer des Königs die Insel samt Festung wieder zurückerobert. Doch dann begann der Krieg mit den Orks. Deshalb hat man ja alle Mann, wie ich bereits gesagt habe, von hier wieder abgezogen. Die Orks waren nun mal wichtiger als die Piraten. Seitdem bin ich alleine hier und bewache die Festung. Ich kann dir sagen, das ist ganz schön langweilig. Mit den Bauern hier ist auch nicht viel anzufangen. Die meckern immer nur über das schlechte Wetter. Sogar wenn die Sonne scheint. Unten habe ich ein Buch, das noch von dem sentimentalen Seeräuber Sepp Sanders stammt. Seltsames Geschwafel über Steine. Ich habe es schon 17 Mal durchgelesen, aber werde nicht schlau draus, wenn es wenigstens noch andere Lektüren gäbe. Aber ich habe hier sonst nichts mehr gefunden. Ich schaue mal, ob ich dir da weiterhelfen kann. Hä,
Herrlich, herrlich, herrlich. Sepp Sanders. Hier wurde gesagt Sanders, aber egal, das kann passieren. Sonst ist alles in Ordnung mit der Festung? Wenn du schon fragst, ich habe ein Problem mit ein paar Ratten, die sich beim Hafen herumtreiben. Ein Teil meiner Vorräte lagert dort. Ich habe sie schon etliche Male verscheucht, aber sie kommen immer wieder. Ja, ich habe jetzt keine Lust, ein paar Ratten herumzuärgern. Ja, ich muss aber mich mit den Ratten umärgern. Ich schaue mir die Sache einmal an. Wäre schade um die Vorräte. Wie komme ich zum Hafen? Wenn du über die Steinbrücke gehst, dann immer den Weg entlang. Aber aus welchem Grund bist du eigentlich hier auf die Insel gekommen? Wir haben vom König den Auftrag bekommen, die Orkflotte zu bekämpfen. Sind hier mal Schiffe der Orks vorübergekommen? So viel ich weiß nicht. Aber halt, könnte schon sein. Was heißt das? Nun, vor einer Woche gab es gegen Abend einen heftigen Orkan. In der Ferne sind ein paar Schiffe vorbeigefahren. Kann durchaus eine Flotte gewesen sein. Aber ob die von den Orks war, keine Ahnung. Weißt du was? Am besten fragst du mal den Bauern Olderson. Der ist zwar nicht mehr ganz richtig im Kopf, doch er beobachtet ständig das Wetter. Wenn also jemand die Flotte gesehen hat, dann er. Danke, ich werde ihn mal ansprechen. Ja, okay. Zur Sprachausgabe sei gesagt, sind Mischmasch, also ich sag jetzt mal gemixte Helden, da gehe ich jetzt nicht ran, gemixte Helden-Sounds dabei, also Konversation. Und mal neue, mal ältere. Und ich habe auch gemerkt, da sind auch welche dabei, die habe ich bearbeitet. Nur waren das ältere und zwischendurch gab es ein paar neue Aufnahmen. Was ist das hier? Und vielleicht wird im Laufe der Zeit, wenn die nächste Version rauskommt, nochmal darüber gearbeitet werden. Oder sogar Neuaufnahmen gemacht werden. Weil wie schon gesagt, die Restaurierten sind dabei und wenn sie dumpf aufgenommen sind, kann man nicht großartig weitermachen. Also nicht kristallklar hinkriegen, aber nur so weit und so viel. Gucken wir mal ins Logbuch rein. Ratten beim Hafen. Sandrock ist es langweilig. Sandrock, dem Verwalter der Festung, sagt, was kann man denn da machen? Anscheinend liest Sandrock gerne. Ich könnte ja mal im Dorf fragen, ob dort jemand Bücher hat. Iseldas wichtiger Auftrag. Ja, das ist noch von der alten Leute. So, wenn du über die Steinbrücke gehst, was hat er gesagt? Wie komme ich zum Hafen? Also ich komme jetzt auf der... auf die gewöhnt... Oh Mann. Ich komme aus... Ach, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich komme jetzt wahrscheinlich auf normalen Wege wieder raus und muss den Blutfliegenspruch nicht nochmal anwenden. Vielleicht laufe ich jetzt in eine völlig falsche Richtung. Ja, das wird so aussehen. Ah, hier sind die Ratten. So, jetzt kann ich auch viel besser zuhauen. Hohoho. Mach mich nicht kalt hier. Oder sind noch mehr? Hahaha, ich habe nicht abgespeichert. Ich sehe. So, das werden wir mal ganz schnell machen, bevor hier die Ratte um die Ecke guckt. Ah, ich hätte mal wieder ein bisschen Fleisch braten können. Wieso sagt mir das keiner? So, Fleisch im Brotmantel. Habt ihr das denn schon mal ausprobiert, das Rezept? Ich werde jetzt keine Werbung machen für einen Streamer-Co und Let's Play-Kollegen. Ich esse mal eine Möhre. Oh, da gibt ja gar nichts. Was ist hier? Eine Kartoffel. Ne? Die kriegt bestimmt auch nichts. Eine Wurst. Na, ich brauche Pilze. Ach hier, Fische, Fische, Fische. Fische, Fische. So. Dann gucken wir mal. Oh, da sind aber viele. Nochmal andere Ratten. Ja, haut drauf. Aber nicht auf mich. Oh, gibt Fleische. Oh. Da war wieder eine. Die hat sich so heimlich angeschlichen hier, die Wanderratte.
Das ist ja wohl nicht zu fassen. Schleichen die sich heimlich an, diese Wanderrettchen? Da ist nicht zu holen. Nee. Da ist nicht ja, zu holen. Nicht, jetzt die Linke. Nicht zu plündern. Nichts zu plündern. Okay. Die werde ich wohl auch haben. Da ist ja. nicht zu holen. Die habe ich auch. Gut. 21 Schinken. Ja, mal gucken. Ach, der bringt unheimlich viel Bonus. Lebensenergie-Bonus. So, Dilla, nochmal abspeichern. Und der Sonne entgegen. Sehen. Ja, das ist wohl jetzt passiert. Mit den Ratten. Ich darf nun halt eben nicht mehr hier runter gehen, weil ich komme ja von hier unten nicht hoch. Vielleicht sind da unten noch welche. Ich hätte mir echt, hätte echt besser zuhören müssen, als Sandrock mir erzählt hat, wo ich da durchkomme oder über die Steinbrücke, weil so geht es nicht auf konventionellem Wege raus. Ach, ich höre wieder was. Ach, das ist wahrscheinlich im Felsen drin in der Höhle. Ach ja, und dann noch eine kleine Idee, wie ich es in anderen Modifikationen gesehen habe. Wenn so eine Quest da ist, wäre es nicht schlecht, dass man so einblenden könnte, wie viele Dinge noch übrig sind, die man zu erledigen hat. In zum Beispiel diese Ratten, wie viele Ratten noch umzubringen sind. So, deswegen sage ich ja, man weiß nicht, wie viele noch übrig sind und deswegen habe ich die Ratten erledigt. Ich habe die Ratten erledigt. Deine Vorräte sind vorerst wieder in Sicherheit. Danke, das ist ja mal wieder eine gute Nachricht. Dafür lasse ich sogar 50 Goldstücke springen. Danke. Danke, Sandrock. So, gibt's hier irgendwo... Nö. Gibt noch ein Bett. Ist hier eine Tür? Sieht das wie eine Tür oder wie... Ach nee, das ist so ein Schwerthalter. Da kann man Schwerter reintun und sowas. Okay, hier geht's zum Turm hoch. Ja, sehr einsam, Mr. Sandrock. So, ich kann hier runtergehen. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Kann hier runtergehen, dann geht's hier über diesen kleinen Gang mit einem Regal voller Pfeile. Ja, das war's dann auch so. Und dann geht es hier. Oh, schau mal, ein Brunnen. Und hier kann man auch noch mal Pfeil und Bogenschießen üben oder auch Armbrust. Erstmal alles genau inspizieren tun müssen wir. Und hier haben wir Türen, aber wo geht's hier hin? Ah, hier geht's zur Brücke. Das heißt, ich denke mal, hier gibt's einen Schalter. Alter, gibt's hier keinen Schalter? Wo ist denn hier der Brückenverwalter? Was ist das? Ein Taufbecken? Moment. Ja, ich will mal ausprobieren. Vielleicht komme ich hier drauf. Nee, komme ich nicht drauf. Dann gehen wir mal in die Tür rein. Ja, hier ist doch was. Ups. Ein Bettchen. Und was schwebt hier rum? Achso, das ist grün. Ach, hier haben wir Weintrauben. Wasser, Kräse, Van, Brot, Reis. Ich wusste gar nicht, dass Onkel Benz hier auch mal gelandet ist. So, ist hier was? Ihr guckt was raus. Nein, ich aktiviere, ich deaktiviere. Könnten ja Schalter sein. So, jetzt haben wir noch eine Tür. Ein Glück, sie ist nicht verschlossen. Und hier ist die Winde. Jetzt geht's wieder zurück. Schauen wir mal. Perfektor. Die Brücke ist unten. Vergewissern wir uns, ob sie auch hält. Springen wir mal drauf. Hält sie? Ja, sie hält. Ja, dann mal speichern. Und soll ich jetzt schon mit Ulderson reden? Weil ich könnte ja jetzt raus. Aber ich bin hier mir nicht sicher, ob es hier noch mehr zu erforschen gibt. Zumal... Nee, das sah aus wie... Das ist das Regal.
Ja. Ist klar, ne? Dann kletter ich hier rauf. Wo geht's denn hier lang? Hä? Okay, hier gibt's Sachen. Hier gibt es schöne Sachen. Zum Beispiel ein schweres Buch liegt hier auf dem Tisch. Und zwar die Karte von, nee, Piraten Goblins ein. Hups. Die Karte von Condera. Ich bedanke mich. Und ein Käse. So, mit M kann ich die Karte nicht aufmachen. Dann gucken wir mal. Karte von Condera. Ah ja, jetzt befinden wir uns hier und dort. Schön. So, jetzt habe ich M gedrückt. Alles klar. Also einmal die Karte aus dem Inventar geholt und durch M kann man sie wieder hervorkramen. Dann haben wir hier Erzählung. Drei Steine führen zum Ziel. Drei Nischen brauchen drei Steine. Einer rot wie das Blut eines Kriegers in den tiefen Höhlen gepanzert die Platten, die undurchdringlich sind. Einer blau wie das weite Element unsichtbar, aber doch eine in Sichtweite. Und einer grün wie das Gras, in das der gebettet im Schatten eines großen Bruders. Erzählungen Seite 2. Die Steine zu suchen, die Steine zu finden, die Steine zu setzen. Und es wird sich ereignen mit dumpfem Gegrolle. Also, das ist ein Rätsel. Ein Riddle. Ist denn dieses Riddle, habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, vermerkt? Nein. Vielleicht wird das ja hier noch. Nope. Gut, dann gucken wir uns mal die Piraterie an. Mal gucken, wo sind die Bücher? Manchmal ist es etwas durcheinander. Schauen wir mal weiter. Unbuch der Schwarm. Piratengoblins, das ist das, was wir eben fanden. So, seltsame Goblins, das Condera als altes Piratennest, manches Geheimnis hütet, ist nichts Ungewöhnliches. Aber was ich hier zu berichten habe, hat bestimmt noch niemand gehört. Seite 2. Auf Condera gibt es Goblins, die sich mit Waffen und Rüstungen toter Seeräuber ausgerüstet haben. Ja, mehr noch. Bei einem toten Goblin wurden wertvolle Schmuckgegenstände gefunden. Allem Anschein nach bewachen diese Piratengoblins einen alten Seeräuberschatz. Doch wo mag dieser nur sein? Rupert, Chronist. Ja. Sehr interessant. Das bringt dann natürlich uns weiter unten. Piratengold, denke ich mal. Ja. Halber ist. Nee, auch nicht. Und das ist halber bekannt. Dann war ich wahrscheinlich zu schnell. Gucken wir nochmal. Piratengoblins, da ist es. Hab mich vertan. Ja, genau richtig. Ich habe auf Condera ein altes Buch. Okay, das ist eingetragen. Hervorragend. Ja, und hier haben wir einen Herd und hier haben wir Schinken, Heilpflanze. Und weil es so dunkel ist, werde ich da mal Licht reinbringen, wenn ich denn Fackeln habe. Also Fackeln habe ich keine aufgebraucht. Wo sind die denn? Ach, da. Buh, direkt davor. Okay, ja, dann wollen wir mal hier ein bisschen Fleisch braten. Und zwar alles Fleisch. Weiter geht's. Hier geht es nämlich runter. Oh, eine Nische. Ah, da ist das mit den Nischen. Okay. Also hier müssen wir die drei bunten Steine reintun. Und hier gibt es auch ein Bettchen. Hier gibt es eine Tür. Und, ach, hä? Ach, so. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Herrlich, herrlich. Ich lasse es mal ein bisschen hier so in dieser Stimmung, in dieser abendlichen Stimmung. Ich könnte mich auch hinlegen, ein bisschen schlafen. Aber jetzt, wo es gerade so spannend wird, denke ich mal, gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Okay. Das ist ja wieder sehr lustig verbaut. Genau, ach ja, richtig. Wir sind hier hoch. Und dann könnten wir hier noch hoch. Hier sind wir runtergegangen. Also neue Wege beschreiten, die zum Sandrock führen. So, gibt's nichts Neues. Es gibt's nichts Neues. Dann werde ich mich doch hinlegen und schlafen. Und zwar ein Stockwerk tiefer.
Hier, das schöne Bettchen. Ist Sonnenaufgang. Ist schön romantisch. Und dann gehen wir runter. Zu den... Warum habe ich denn hier eigentlich noch... Okay. Die Fackel in der Hand. Ups. Zu den Bewohnern. Da unten, oh, kreucht und fleucht. In es in der Varanenbucht. Bin gespannt, was die Bewohner gleich zu sagen haben. Wenn ich denn überhaupt hier in der richtigen Richtung laufe, springe, hechte. Jawohl. Hier war doch eben. Hier ist Oscar. Oh, Oscar hat einen Spruch gefunden, der ihn unsichtbar macht. Gucken, wie können wir ihn wieder sichtbar machen? Speichern wir mal. Ja, einfach nochmal speichern, dann geht das wieder. Ist dem Renderer geschuldet. Oscar, hallo. Hast du vielleicht, eventuell, möglicherweise, noch ein paar Bücher? Bücher? Was ist das? Na, beschriebene Blätter, die zu einem Buch eben zusammengebunden sind. Und was macht man damit? Lesen, zum Beispiel. Und wie geht das Lesen? Weißt du was? Vergiss meine Frage wieder. Was hast du eben nochmal gefragt? Nichts. Gar nichts. Okay. Oscar ist ein bisschen plätt. Gucken wir mal. Hier haben wir wieder die wunderhübsche Griselda. Die sitzt einfach nur so rum. Dann da oben auf dem Plateau steht keiner. Dann gehen wir in eine weitere Behausung. Da gehe ich noch nicht hin, oder? Hier schlafen nämlich noch Heidelinde und Borosius. Oh, es ist los. Ja, genau, Heidelinde. Was macht der Hausfriede? Dieser Borosius soll mir nur noch mal unter die Augen kommen. Okay. Das hat sich auch nicht geändert. Und Borosius? Wie sieht's aus? Hey, wie sieht's aus? Schön, der Innungsschrein ist wieder da. Am besten verschwindest du wieder, oder? Die Leute im Dorf wollen auf jeden Fall. Ja. Und komme jetzt nicht mit Geschwafel, dass wir dir... Das kennen wir auch schon, oder? Da steht wieder eine Suppe, aber die will ich nicht klauen. So, Olderson, aufwachen. Hier wieder eine Suppe. Lecker. Oh, verdammt! Was weißt du über die Schiffe, die vorbeigesegelt sind? Weißt du vielleicht, ach ja, frage ich mal weiter über die Bücher. Weißt du, wo ich vielleicht Bücher finden kann? Ich hatte mal ein Buch über Wetter. Ein Wetterbuch sozusagen. Aber das war so schlecht, dass sogar das Wetter davon schlecht wurde. Deshalb habe ich es weggeschmissen. Oh nee. Das kann man doch noch gebrauchen für den Sandrock. Was weißt du über die Schiffe, die vorbeigesegelt sind? Die Schiffe? Ach ja, die Schiffe. Was genau willst du wissen? In welche Richtung segelten sie? Ich konnte wegen dem Sturm nicht viel erkennen, aber ich glaube, sie nahmen Kurs auf die Chorinseln. Mann, das war ein fürchterlicher Sturm. Den werde ich nie vergessen. Kommt übrigens oft bei uns vor. Weißt du vielleicht, ob es Schiffe der Orks waren? Keine Ahnung. Weiß gar nicht, wie ein Orkschiff überhaupt aussieht. Aber du kannst ja nachschauen. Nachschauen? Wie meinst du das? Na, eins von den Schiffen ist doch beim Sturm gesunken. Habe ich dir das nicht erzählt? Nö, mit keiner Silbe. Genau. Ach, sowas. Auf jeden Fall liegt jetzt eins der Schiffe auf dem Meeresgrund. Und wo genau? Na, da, wo du dein Boot hast. Du musst nur ein kleines Stück ins Meer hineinschwimmen. Hoffentlich bist du ein guter Schwimmer. Ich denke, es wird reichen. Weißt du sonst noch was über die Schiffe? Nee, der Sturm war mir viel zu unheimlich. Nachdem das Schiff gesunken ist, habe ich mich sofort in mein Haus verzogen. Das Wetter war einfach schlimm. Einfach fürchterlich. Okay. Das Wetter war schlimm. Gesunkenes Schiff. Also, bei meinem Boot soll das gewesen sein. So, aber Sandrock ist langweilig. Ja, Olderson hat es irgendwie mit dem Wetter. Also, das ist ja der Hinweis auf, der hat das Buch irgendwo hingeschmissen. Und wenn er schon bei dem Schiff war oder weiß, wo das gesunkene Schiff ist, dann kann ich ja auf jeden Fall da mal gucken. Hier ist keiner mehr.
Jetzt gehen wir mal zu dem Gyges rum. Gyges. Ich weiß ja, wer ein bisschen was. Ach, Gyges ist noch gar nicht da. Gyges, wo bist du? Okay. Gyges ist nicht da. Müssen wir ihn später fragen. Oder er schläft noch in seiner Hütte. Hier ist er. Hey! Hey, Ende. Ja, dann werde ich doch gleich mal nachgucken. Wo denn da ein gesunkenes Schiff ist. Oder liegt. Guck die ganze Zeit jetzt hier. Da ist mein Nachen. Und ja, kann man da was erkennen? Nee. Doch. Oder? Also auf jeden Fall sehe ich dunkle Schatten. Können auch Felsen sein, man weiß es nicht. Usch. Ah, der Piepmatz da wieder. Ja, dann schauen wir doch mal hier. Gibt's hier was? Hier gibt's bestimmt was zu finden. Also machen wir uns mal auf die Suche. Schön klares Wasser. Ne, da sind nur Algen. Algen und Seepflanzen. Okay, jetzt gehen wir mal weiter hier in die Richtung. Oh, mein Schatten wird super geil abgebildet. Da unten. Ja, die Einstellungen sind sehr fein. So. Jetzt, das kann ein Schiff sein, und zwar was auf der Seite liegt. Ja, ich habe recht. Ich habe recht. Hier ist a shape. Hier ist a ship. Da ist es doch schon. Wollen wir mal gucken, ob es hier irgendwas gibt. Oh, ist das unscharf. Auf jeden Fall liegt ja viel Kram hier, so Decken oder sowas. So. Quest, das gesunkene Schiff. Die Orkflotte, ja, okay. Auf jeden Fall habe ich was gefunden. Oh, so ein Schiff, auch ein paar Fässer hier. Ah, das Schiff liegt schräg. Das beeinflusst auch so ein bisschen die Orientierung. Ich habe noch ein bisschen Luft zum Atmen. Zum Anhalten, nicht zum Atmen. So, diese Dinge haben hier wahrscheinlich... Ach, das sind Ork-Krieger. Okay, die kann ich nicht ausräumen. Das ist also das Ork-Schiff. Schön. Was sind das? Ach, das sind Schilde. Ah, das ist schön, dass man auch mal das sehen kann. Da liegt ein Ork-Krieger rum. Wie dumm. So, langsam geht mal Luft vor zur Neige. Dann gucke ich noch mal am Bug entlang. Junge, tauch auf. Ja, ist gleich soweit. Ja, gut, okay. Na? Gut, geht ein bisschen Lebenskraft flöten, aber mir auch egal. Ach, hier kann man klarer gucken. Kann nämlich sein, dass hier noch irgendwelche Sachen ich muss ein bisschen Ausdauer holen. Kann nämlich sein, dass da irgendwelche Equipments rumliegen. So wie das aussieht. Flaschen, Schmuck, Gold, toter Ork-Krieger. Da liegen sogar welche. Ich zähle 3 Stück. So, hier ist nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir fangen dann hier an zu tauchen. Dann gehen wir einfach mal drüber. So, ah. Oh, noch ein bisschen... Okay, jetzt aber. Mir auch egal. So. Oh, es ist doch sehr tief. Okay. Ork-Krieger. Ja, schade. Ich wünsche mir eine Odyssey, eine Gothic-Modifikation, wo man so Erfindungen machen kann. Noch ein Ork-Krieger. Das wäre eine
Richtig klasse Sache und auch bauen. Ach ja, richtig. Fällt mir gerade ein. Ich werde ja noch in nächster Zeit ein Early Access vorstellen, auch auf Gothic 2 Basis. Da bin ich schon in den Vorbereitungen. Und jetzt gehen wir wieder an Land. Oder schwimmen besser gesagt an Land. Look, look. So, Strand in Sicht. Was sagt unser Lok? Lokflotte wird es sein, ja. Gut, weiter geht's. Das war knapp. Und auf zu Uldason. Nix. Ist so. Oder war das Giges? Ne, wer ist denn da oben? Osius. Hey du! Ne. Hat ja immer noch Familienstreit. Reck, mir fällt nicht ein, von wem ich die Info hab. Was Giges? Ne, auch nicht. Okay, dann gehen wir immer wieder zurück zu... Nee, wir beten mal. Gucken, was wir jetzt für 100 Goldstücke kriegen. Immer nur Mana, das ist jetzt dull. Ja, liebe Leute. Ende für 44, die Folge. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt mir einen Daumen, schreibt eventuell Kommentare und wir sehen uns wieder. Tschüss.